Das Rezept für die Soße hat Monika von einem befreundeten Koch erhalten. Ein kleiner Lichtblick. Champignons, Paprikaschote und Zwiebeln sind frisch. Der Rest kommt aus der Konserve. Dann leg dir mal ein Tuch drunter, damit es nicht rutscht. Angelika, du könntest den Paprika entkernen. Auch beim Gemüseschneiden geht's gemächlich zu. Die Technik der Hasenheide-Ladies scheint dem Sternekoch gar nicht zu gefallen. Ihr braucht fürs Schneiden so lange, wie ich für eine gesamte Fußballmannschaft Erbsensuppe koche. Was machst du denn jetzt? Ich versuche jetzt von vorne das in kleine Würfel zu schneiden. So schneidet man doch keine Würfel. Weil hier, guck mal, das sind doch gar keine Würfel. Das sind doch Kälberzähne. Guck dir das mal hier an. Da geht man hier noch rein. Hier eins. Und zwei. So, und dann geht man hier entlang. Zunächst werden Zwiebelwürfel und Paprika angedünstet. Jetzt wird das Ganze angeschwitzt. Wird angeschwitzt und dann, ja, mit ein ganz kleines bisschen Wasser abgelöscht. Warum Wasser? Wonach schmeckt Wasser? Nach nix. Und warum soll es dann da rein? Weil ich so gesagt gekriegt habe. Hol mir mal einen Schluck Rotwein. Angelika, hol mir schnell bitte. Also grundsätzlich kann nur damit gekocht werden, was auch schmeckt und was auch was bringt. Einreduzieren? Ja. Pastös? Ja. Aber womit? Mit Wasser? Wasser bringt doch keinen Geschmack. Rotwein bringt Geschmack. Zum Gemüse kommen Rotwein und Tomatenmark. Jetzt fehlt nur noch die namensgebende Zutat. Kannst du mir bitte den Metaxa holen? Ja. Du den Salz und Pfeffer? Bisher hat Monika ihre Soße erst ganz zum Schluss mit dem griechischen Schnaps verfeinert. Auch das soll sich ab heute ändern. So, jetzt verbrennt der Alkohol. Das ist nämlich ganz wichtig. Das ist der Fehler, den ihr macht. Ja? Alkohol muss verkochen. Man darf niemals den Alkoholgeschmack im Essen haben. Ja? Von daher immer Luigi Flambé. Ja? Und jetzt kommt ein kleiner Trick von mir, den habe ich mir vorbereitet. Ich habe in eurem Regal nämlich etwas gefunden. Paprikapaste, Eiweiß, und die kommt dann mit rein, weil die Paprikapaste einfach einen intensiven Paprikageschmack hat. Den bekommt ihr gar nicht durch eure Paprikawürfel so hin, ja? Und von daher, diese Paprikapaste macht die Soße kräftig, ja? Und also das Griechische geht's überhaupt gar nicht. Vorher hat Monika Sahne und Schmand verwendet. Frank Rosins Tipp: Nur mit saurer Sahne schmeckt es besser. Aber ich meine, vom Aussehen her sieht sie auch ausgekotzt aus. Deine Soße hat grundsätzlich kein Problem gehabt. Es ist so, dass die verschiedenen Dinge, die du auf dem Teller angerichtet hattest, alle dieselbe Farbe hatten. Es waren keine Farbkontraste da. Mhm. Wenn das jetzt mit Weiß und Grün in Verbindung kommt, mit verschiedenen Farben, dann sieht das auch gut aus. Ob die Metaxa-Soße à la Frank Rosin den Damen mundet? Sie scheinen nach wie vor etwas skeptisch zu sein. Echt super, ja. Finde ich gut. Sehr gut. Das griechische Feuer wirkt sogar bei der schüchternen Angelika. Sie schmeckt fantastisch und ich bin felsenfest der Meinung, wenn ich die wieder mal mache, dass meine Gäste sich dann reinknien.